Ja, guten Morgen. Ich bin weiter auf meiner Tour. Selbstbestimmt leben alle nach ihrer Fasson und bin jetzt gerade bei Claim. Bei mir ist Nina Mühe von Claim. Was ist denn Claim? Was macht ihr? Was ist euer Anliegen? Claim ist ein Netzwerk aus Organisationen, die zum Thema Islam und Muslimfeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus bundesweit arbeiten. Der Großteil unserer Projekte sind nicht-muslimische Organisationen, die sich auf einer Menschenrechtsbasis einfach gegen das Phänomen Islamfeindlichkeit einsetzen, aber auch muslimische Vereine. Genau, wir sind mittlerweile so um die 40 Projekte, die als Partner damit dabei sind. Und inhaltlich ist natürlich das Thema Islamfeindlichkeit stärker in die öffentliche Aufmerksamkeit zu bringen, aber auch Betroffene zu stärken und zu empowern. Das passt ja sehr gut zu unserem Thema der Tour, selbstbestimmtes Leben. Da geht es ja auch darum, wie kann man zum Beispiel auch ohne, also um selbstbestimmt leben zu wollen, geht es ja auch darum, keine Anfeindung zu haben. Was heißt denn das für euch konkret oder was für Erfahrungen habt ihr da, wenn ihr so an das Thema selbstbestimmtes Leben denkt? Naja, ganz konkret, also es gibt viele Punkte, die man da nennen könnte, aber was mir jetzt als erstes spontan in den Kopf kommt, ist, dass Erfahrungen, also Diskriminierungs-Rassismus-Erfahrungen, sich sehr stark darauf auswirken, dass man eben nicht mehr selbstbestimmt und auch nicht mehr in dem Umfang, wie man es eigentlich möchte, gesellschaftlich teilhaben kann. Also mir fällt ein, dass oft berichtet wird von muslimischen Frauen beispielsweise mit Kopftuch, die es ja oft die am stärksten markiert sind, an denen sich dieser islamfeindliche Diskurs am stärksten festmacht, aber nicht nur an ihnen. Aber dass oft berichtet wird, dass dass viele Frauen, die betroffen sind, sich auf bestimmte Berufe gar nicht mehr bewerben, bestimmte Wege nicht mehr gehen und wenn dann schon gar nicht alleine. Also sich extrem in ihrem Lebensradius einschränken, um quasi diesem Problem, was ihnen immer wieder begegnet, möglichst eben nicht mehr zu begegnen. Ja, also das ist etwas, wo ich sagen würde, dass da wird es am greifbarsten, dass man wirklich sagen kann, man schränkt sich schon, ja, Jugendliche beispielsweise, die denken, na ja, ich muss ja nicht auf Lehramt studieren, ich kann ja sowieso nicht als Lehrerin arbeiten. Manchmal hilft es tatsächlich einfach einen Empowerment-Workshop klarzumachen, nein, das ist möglich, mach's trotzdem und Vorbilder zu haben, die es eben vielleicht doch geschafft haben, auch gesellschaftlich Karriere zu machen, die es dann möglich machen, sie von was anderem zu überzeugen. Aber erstmal ist es so bei sehr vielen irgendwie das Gefühl, okay, ich habe sowieso nur eine gewisse Nische in der Gesellschaft, wo ich überhaupt sein kann, und vielleicht auch frei sein kann. Jetzt komme ich als Politiker vorbei, die, wenn Sie so einen Wunsch an mich hätten, den ich mitnehmen sollte zur Umsetzung, hätten Sie da einen konkreten oder zwei? Vielleicht erstmal allgemein, ich weiß, konkret ist immer besser, aber allgemein sich einfach dafür zu engagieren, dass Angriffe, Diskriminierung von Musliminnen und Muslimen oder als solchen wahrgenommenen, oft sind es ja gar nicht ja, selbst, Menschen, die sich selbst als muslimisch oder als religiös sehen, die aber so von außen wahrgenommen werden, deswegen ist es ja auch eine Form von Rassismus. Sich dafür zu engagieren, dass das wirklich ein großes gesellschaftliches Problem ist, das einfach immer wieder auch zu verlauten, ja, dass das nicht nur ein Problem von Musliminnen und Muslimen ist, sondern das ist ein Problem in der gesamten Gesellschaft, weil sich über dieses Thema, wie wir ja sehen, bei verschiedenen rechtspopulistischen Bewegungen, über dieses Thema sich tatsächlich auch rassistische und antidemokratische Einstellungen in die Mitte der Bevölkerung transportieren lassen. Deswegen glaube ich, na, auch mit Blick auf die Europawahl ist es etwas, was wir sehr, sehr stark auch als Politikerinnen und Politiker im Blick haben müssen. Ganz konkret als Berliner Politiker würde ich mir natürlich wünschen, das Neutralitätsgesetz, was natürlich auch ein Signal ist, an Betroffene, nicht nur Frauen mit Kopftuch. Es betrifft auch wirklich Frauen ohne Kopftuch, Menschen, die gar nicht so religiös sind. Es ist ein Signal zu sagen, in irgendeiner Form haben wir einen Verdacht euch gegenüber, der sich eigentlich dann am Äußeren festmacht. Der Verdacht, nicht neutral sein zu können, keine guten Staatsdienerinnen sozusagen sein zu können. Daran zu arbeiten, ist am besten abzuschaffen, weil davon auch ein starkes Signal ausgeht. Ja, oder das zumindest anders zu formulieren, entsprechend der, ja, entsprechend der Verfassung des Grundrechts, was wir eigentlich haben. Ja, herzlichen Dank. Wir nehmen das mit. Ich nehme das mit. Und auch danke für das Engagement in dem so wichtigen Thema und viel Kraft noch bei der Arbeit.